Hi Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge zum Let's Play vom Spiel Satisfactory. Ja, in der letzten Folge habe ich jede Menge tolle Sachen gescannt und ja, in dieser Folge werde ich das ganze Scannen der insgesamt 9 Festplatten, also hier sind 8 und eine ist ja bereits hier drin, etwas beschleunigen. Und zwar werde ich bloß schnell zeigen, was ich da quasi jedes Mal ausgewählt habe, quasi als Option. Und hier kann ich auswählen zwischen alternativen Blueprint, für Beacon, für Stadttor und alternativ, was alternative Kohle, angereicherte Kohle. Was? Echt? Geht das? Ein paar Schwefel dazu. Ja, das war erstmal nicht, denn ich produziere die ja schon und will nicht die ganze Anlage wieder umbauen. Das werde ich so und so irgendwann mal benötigen, aber da bekomme ich mehr raus. Aber diese Kohle, angereicherte Kohle, ist die effektiver? A much more efficient alternative for coal use as fuel for vehicles and coal generators. Also ein bisschen effektiver. Ja, meine coole Kraftwerke, das muss ich alles nochmal umbauen. Aber wie gesagt, ich brauche Schwefel dazu, aber ich werde es auf jeden Fall mal nehmen. Hört schon mal nicht schlecht an. Weitere Festplatte wird jetzt gescannt. Halt, erstmal auswählen. Festplatte, sonst muss man auswählen. Nee, leider nichts. Alles cool. Und scannen. Jawohl, jawohl. Und ja, sehen wir uns gleich wieder, wenn das nächste Ergebnis in knapp 10 Minuten zu sehen ist. So, der nächste Scan-Vorgang müsste mittlerweile abgeschlossen sein. Schauen wir kurz rein. Jawohl. Hab wieder 3 Sachen zur Auswahl. Einmal alternativer Blueprint für Beacon. Ja, den hatte ich hier gerade schon. Eisenbarren aus Eisenerz und Kupfererz. Bekomme ich jeweils 3 Stück raus. Okay, ist schon mal effizienter. Oder verstärkte Eisenplatte plus Stahlrohr ist gleich modularer Rahmen, ja, das hört sich interessant an. Nehme ich auf jeden Fall. So, nächstes. Halt, nein. Festplatte. Festplatte natürlich. Und nächste Festplatte wird gescannt. Wieder 10 Minuten. Und in Zwischenzeit baue ich mal ein bisschen um und weiter. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. So, in der nächsten Festplatte ist folgendes. Alternativ Computer, okay, aus Platin und Quarz Oszillator. Hat ein bisschen gedauert. Quarz Oszillator, ja. Oder Rotor Alternativ. Obwohl, das wäre relativ günstig, oder? Aus. Ne, den mache ich ja gerade schon, oder? Rotor. Welches Rezept ist momentan für Rotor? Ich glaube, ich brauche 30 Draht, oder? Kann das sein? Ein pro Minute. Das wäre auf jeden Fall nehmen, oder? Oder hier Katerium-Draht. Ne, ich nehme das da. Werde gleich mal die Produktion umstellen. Und nächste Festplatte. 6 Stück noch. Und wieder 10 Minuten. Weiter geht's, würde ich sagen. Und schauen wir mal rein. Und ja, das Rezept hatte ich doch gerade schon, oder? Alternative Statue. Ja, Turbodraht. Nee, dabei wird das Kriterium. Nee. Alternative Blueprint. Heavy Modular Frame. Also, das ist schwer ein Rahmen, diese. 2,812 pro Minute. Okay. 36 Stahlrohre. Ey. Das Rezept will ich irgendwie nicht nehmen. Das muss ich auch irgendwann mal nehmen. Alternativ Eisenbarren.
Ja, schon klar. Da brauche ich ein Eisenerz und ein Kupfererz. Dann bekomme ich drei Eisenbarren raus. Normalerweise brauche ich ein Eisenerz, dann bekomme ich ein Eisenbarren raus. Okay. Schon mal besser als normalerweise. Ne, ich nehme das da. Und nächstes. Und NXT Festplatte. Vier sind es noch, beziehungsweise jetzt sind es noch fünf. Hey, das dauert ja. Es dauert. Nächste Festplatte. Und was haben wir jetzt? Nee, das will eigentlich nicht. Auch wenn es günstiger wäre. Eine Statue habe ich jetzt aus Stahlrohre und Draht. Genau, und jetzt habe ich hier Turbodraht. Da brauche ich wieder Katerium dazu. Gefällt mir nicht, aber was mir gefällt, was haben wir hier? Kohle und Eisenbarren. Was? Da bekomme ich dann 6 Stahlbarren draus. Eieiei. Das nehmen wir auf jeden Fall. Bestätigen. Sehr schön. So, nächste Festplatte. 4 noch. Ja, was ich noch gesehen habe, ist folgendes. Immer wenn ich irgendwas gescannt habe, wurde anscheinend hier nochmal was freigeschaltet. Beziehungsweise das da. Zack, zack. Kann ich schnell öffnen. Genau, unlocked. Sehr schön. New Parts. Okay, passt schon. Dann alternativ Rahmen. Da brauche ich das Zeug. Da brauche ich 25 von denen und von denen auch ein bisschen was. Unlocked. Sehr schön. Geht relativ schnell. Rotor. Ja, das haben wir auch alles dabei. 25 und 25. Ja, zu viel Kohle habe ich jetzt dabei. Sehr schön. Und was haben wir jetzt noch? Heavy Modular Rahmen. Ja, schwere Modular Rahmen. Doch, jetzt habe ich alles dabei, oder? Nee. 10, also 10 normale Rahmen. 20 von denen. Und 50 Beton. Da muss ich aufpassen, wo ich hinschaue, denn ich habe eine kleine Überraschung. Nehmen wir mal 200, muss reichen. Und rein damit. Unlocked. Sehr schön. Und was haben wir noch als letztes? Alternative Barren. Was brauche ich da? Eisenerz. Ja, egal. Eisenerz, ja. Wo kriege ich das wieder her? Obwohl, ich kann aber schnell da rüberlaufen. Sekunde, da. Das müsste Eisenerz sein, oder? Ja, auf jeden Fall Eisenerz. Eisenerz, ja, Eisenerz. 100 und unlocked. Sehr schön. So, schauen wir kurz rein, wie lange dauert es noch? Noch 7 Minuten, noch irgendwas. Okay, passt schon. Da kann ich irgendwas bauen mittlerweile? Nee, nichts Neues bauen. Nee, nichts Neues bauen. Nee, nichts Neues, nichts Neues. Aber wenn ich jetzt hier reingehe, dann alternativ Rotor, alternativ modularer Rahmen. Genau, hier brauche ich 6 Stahlrohre und 20 Draht. Okay, aber ich habe ja ein anderes Rezept für diese Stahlbarren ja auch gerade bekommen. Bauen wir hier mal schnell eine Gießerei auf. Genau, alternative Stahlbarren. Da brauche ich 3 Eisenbarren und 6 Kohle. Eieiei, das ist wieder Quantenphysik. Muss ich wieder ganz schön viel rechnen, wie ich das am besten aufteile. Ja, mega der Kohle wird es wahrscheinlich keine Probleme geben, denn Kohle wäre wirklich genügend. Also glaube ich zumindest. Halt, was gab es sonst noch im Angebot? Ja, halt hier nichts, aber hier, oder? Was haben wir hier noch gehabt? Alternativ kompakte Kohle.
Kann ich die kompakte Kohle auch verwenden? Was? Rote, warum wird es hier rote angezeigt? Nee, ich habe ja kompakte Kohle. Für was kann ich die kompakte Kohle hernehmen? Achso, zum Einheizen. Schwefel, ja, habe ich nicht, habe ich nicht. Aber wieder Schwefel, oder? Kannst du mal checken, Schwefel. Ja, ist auf jeden Fall ein gutes Stück entfernt. was haben wir hier? 788 Meter, okay. Das andere ist 800 noch irgendwas Meter. Ja, egal, egal, passt schon. So, was haben wir jetzt hier noch? Noch 5 Minuten. Ja, egal, passt. Ich mache wieder einen kleinen Cut und ja, sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt wo ich es mir nochmal genau überlegt habe, wäre es doch nicht schlecht, wenn ich den alternativen Blueprint hätte für Stahlbarren. Und ja, leider nicht. Das ist schon wieder das gleiche da. Hm? Den brauche ich eigentlich nicht. Aber ich muss es dann irgendwann, irgendwann halt mal nehmen. Was ist das? Stahlrohre? Computer? Nee. Ja, Turbodraht könnte ich eigentlich auch schon herstellen. Aber Rotoren, die mache ich doch momentan, glaube ich, aus Stahlrohre und Kupferdraht, wenn ich mich nicht arg täusche. Ah, muss ich wieder extra eine Produktion bauen? Eieiei, muss ich alles umbauen, alles. Ich hoffe jetzt, dass zumindest der Schluss gleich bleibt. Ja, und wie man sieht, die Schraubenproduktion, die fällt dann theoretisch ja ganz weg. Die brauche ich dann gar nicht mehr. Okay, nehmen wir das einmal, bestätigen. Sehr schön. Muss dann freischalten, ist klar. Also erstmal hier Festplatte reinlegen. Haben wir noch. Nein, halt. Festplatte auswählen. So. So, sehr schön. Genau. Und schauen wir mal schnell halt nach rüber. Was muss ich jetzt da reinlegen? Alternative Statur. Statuen muss ich reinlegen. Nee, halt. Ja, die Sachen, die habe ich auch beide dabei, oder? Das habe ich dabei. Jetzt können wir stacken. Und 25 von denen. Passt, sehr schön. Ja, cool, dann wieder ein kleiner Cut, wieder 10 Minuten warten und dann geht's weiter mit der nächsten Freischaltung. So, weiter geht's. Nächste Freischaltung. Was nehmen wir denn da? Das habe ich doch vorher schon genommen, oder? Oder soll ich doch mal das mit dem Computer nehmen? Ich weiß nicht. Ach, hier ist ein Computer. Bestätigen. Sehr schön. Nächste Festplatte. Die vorletzte schon. Hey, es ging aber schnell. Wieder 10 Minuten, logischerweise. Kurz mal reinschauen. Was brauchen wir jetzt? Was? Es gibt nichts. Alles klar. Computer kann ich noch nicht machen. Deswegen wird es jetzt hier noch nicht angezeigt, aber egal, das wird wahrscheinlich bei der nächsten Freischaltung, beziehungsweise wenn ich den Weltraumlüfter irgendwann mal in Betrieb habe, dann nicht in Betrieb habe, sondern die einzelnen Sachen, die ich für den Weltraumlüft brauche, zum Beispiel die Motoren und die alternativen Rahmen, ich glaube 500 Stück jeweils, dann bei der nächsten Stufe und dann kann ich das, glaube ich, auch anschauen mit dem Computer, schätze ich jetzt einfach mal. So, ich hoffe, dass man es nicht hört, denn bei mir regnet es gerade volle Kanne Gears oder aufs Dachfenster. Was kann ich jetzt hier machen? Alternativ Eisendraht. Was? Eisendraht? Was? Brauche ich da kein Kupfer mehr? Draht. Nee. Nur noch Eisenbarren, okay. Was habe ich hier? Hier brauche ich Eisenerz und Kupfererz. Hä? Ich brauche Eisenerz und Kupfererz, dass ich Eisenbarren habe und dann kann ich mit Eisendraht, mit der Eisenbarren kann ich wieder von der Optik her einen Kupferdraht machen.
Genial. Ja, okay, Schwarzpulver brauchen wir jetzt erstmal nicht, aber das da wäre schon interessant. Oder das da oder das. Ah, ich weiß nicht. Nehmen wir das da, bestätigen. Sehr schön. Und die nächste und letzte Festplatte. Sehr schön. So, wieder rausgehen. Wieder freischalten. Oder können wir. Ja, alternativ Eisen bohren. Da brauche ich Kupfererz und Eisenerz. Ja, das machen wir schnell. Und ja, wie man sieht, habe ich das Zeug nicht dabei. Logischerweise. Ja, wieder ein kleiner Cut, wieder 10 Minuten warten und dann haben wir die letzte Festplatte auch analysiert. So, gleich müsste das Scannen der letzten Festplatte beendet sein. Ja, passt genau, sehr schön. Und was kann ich jetzt auswählen? Ja, Schwarzpulver brauchen wir nicht. Das Basisrezept reicht mir völlig aus. Was kann ich hier erstellen? Reinforced Iron Plates. So, da habe ich doch schon ein anderes oder eine alternativen Blueprint. Da würden wenigstens die Schrauben Sinn machen. Hier kann ich Sprengstoff herstellen. 10 Stahlrohre. Ja, okay. Stahlrohre ist die Büchse wahrscheinlich gemeint. 10 Schwarzpulver ist Inhalt und Quarzoszillator ist, weiß ich. Zünder oder wie auch immer. Ja, brauche ich jetzt auch nicht unbedingt, bleibt dann bloß das übrig. Aber die brauche ich momentan eh noch nicht, diese verstärkten Eisenplatten. Aber egal, passt schon. Sehr schön. Jetzt haben wir alles gescannt. Ich habe keine weitere Festplatte mehr übrig. Sehr schön. Ja, dann würde ich mal sagen, baue ich mal meine ganze Motorenfertigung um, denn ich habe jetzt wirklich sehr vieles freischalten können und brauche dadurch auch weniger Materialien und weniger Maschinen und viel weniger Konstruktor. Zum Beispiel für ein Draht gleich habe ich einen neuen Konstruktor aufgestellt und wenn ich das mal auf meiner Skizze, ich hatte wirklich so einen richtigen Plan gezeichnet. da brauche ich dann nur. Also für die Stahlrohre zum Beispiel brauche ich plus 5 Konstruktor, das reicht völlig aus, ist sogar ein bisschen mehr als ich eigentlich brauche, aber es geht halt nicht anders da. Und jetzt momentan habe ich 9 Konstruktor für die Stahlrohre. Ja, das müssen wir schon irgendwie umbauen, weil so wie das jetzt ist, macht es eigentlich keinen Sinn. Die Schraubenfertigung wird dadurch ja leider auch wegfallen. Ja. Ich baue das Ganze mal schnell um, das wird es ungefähr, weiß nicht, einen Tag dauern, also Real-Life-Zeit. Und dann ist das Ganze hoffentlich dann optimiert und besser, denn die alternativen Blueprints sind immer besser. Man bekommt immer mehr raus für die Ressourcen, was man reinsteckt. Ganz einfach zu merken. Also wenig reinstecken, viel bekommen. Genau. Also ich mache nochmal einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. So, hi Leute, willkommen zurück. Ja, das ganze Chaos da unten will ich euch jetzt nicht zeigen. Man sieht eigentlich nur, dass ja, dass hier nur noch Wände und der Boden da ist, beziehungsweise diese Geländer, wo man entlang laufen kann. Ja, mehr ist da nicht mehr übrig. Hier hatte ich auch schon ein halbes Dach dazu gebaut, aber ja, das wird eh alles wieder umgebaut. Hier habe ich vier Solarcontainer hingestellt, wo ich das Zeug dabei zwischengebunkert habe. Ja, und jetzt ist kleines folgendes Problem dazugekommen, wenn ich jetzt hier scanne nach Kateriumerz, denn ich brauche Kateriumerz für den Turbodraht. Dann taucht als nächstes Kateriumerz hier in 730 Meter Entfernung auf. Geht das ein bisschen weiter weg, aber 730 Meter wäre das Näheste. Da muss ich sprengen, da muss ich so ja, Geröll wegsprengen. Und genau, und deswegen mache ich jetzt mal schnell Schwarzpulver. Hier habe ich noch ein bisschen, halt, nee, nicht da, sondern da habe ich noch ein bisschen Schwefel.
Kohle habe ich mir gerade geholt. Das machen wir schnell mal Black Powder, also Schwarzpulver. Machen wir alles, was ich habe, zu Schwarzpulver. Jawohl, 13 Einheiten, passt, sehr schön. Jetzt gehen wir schnell da zur Ausrüstungswerkstatt. Black Powder, nee, Nobelisk, zweimal. Ich hoffe, dass zwei reichen. Genau, jetzt habe ich zwei Stück. Ich habe auch den Zünder. Und ich hoffe, dass ich den irgendwie zünden kann. Use to blow up cracked boulders, rock in im vessel vegetation. Ah, okay, okay. Also man kann, ja, cracked boulders, das heißt gebrochene Steine oder sowas oder gebrochene Felsen und ja, Vegetation kann wegspringen. Genau, und wegspringen habe ich selbst noch nie gemacht, deswegen würde ich mal sagen, gehen wir schnell darunter zu dieser einen Stelle, die ich gerade benannt habe. So, jetzt bin ich hier an diesem besagten Spot angekommen. Habe mir mal so einen kleinen Weg darüber gebaut, weil ich kann ja leider nicht fliegen. Also noch nicht. Jetzt ein bisschen das Grünzeug weg. Grünzeug weg, weg, weg. Hier jetzt auch noch ein bisschen wegmachen. Ein bisschen Platz brauchen wir schon. Kettensäge wäre auch dabei. Mal hier das weg. Einmal da alles weg. Optimal würde ich sagen, oder? Ja, machen wir das auch noch weg hier. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz. Ah, das reicht. Das reicht auf jeden Fall. Kettensäge kann weglegen. Jetzt nehme ich hier diesen Nobelisk in die Hand. Ach, halt, geht gar nicht. Dann den Zünder. Okay, Zünder geht. So, jetzt muss ich ihn irgendwie hier platzieren. Air to reload. Okay, und jetzt werfen. Okay, geht. Und nochmal reload. Laden, nachladen. Okay. Die zwei sind platziert. Das geht mal ein gutes Stück weg, weil ich will dann nicht irgendwie mich selbst in Luft jagen. Okay, dann sagen wir mal 3, 2, 1. So, halt geht nicht. Jawohl, geht auch. Okay, das sind ja komische Felsen. Und jetzt habe ich hier ein Katerium-Erzlager freigelegt. Tada! Sehr schön. Jetzt kann ich auch hier Katerium abbauen. Nicht Katerium, doch Katerium. Ich kann ein bisschen was abbauen. Fürs Handgepäck würde ich mal sagen. Und dann stelle ich da gleich mal einen Miner drauf. Stromleitung lege ich auch gleich. Ein Förderband werde ich erstmal grob legen. So in diese Richtung würde ich mal sagen. Irgendwie so, ja, zu diesem Baum hoch. Wäre, glaube ich, nicht schlecht. Sonst muss er jedes Mal rüberlaufen. So wie ich es beim Kohleerzlager gemacht habe. So, wie viel haben wir jetzt? Knapp 50. Passt, sehr schön. Sehr schön. So, meine habe ich auch dabei, beziehungsweise die Ressourcen dafür. In diese Richtung haben wir gesagt, machen wir das Ganze. So ungefähr darauf geht dann das Förderband. Passt, sehr schön. Jetzt gehen wir da rauf. Bloß nicht. Wow. Bloß nicht runterfallen, wollte ich sagen. Puh. Das war mega knapp. Eieiei. Das war mal richtig knapp. Fast wäre ich runtergefallen. So, jetzt legen wir ein Pferdeband von da nach. Oder? Ja, da hinten ist die Fabrik. Ja, das passt genau. Bauen wir daher. Zack, ein Pferdeband. Dann Strommasten bauen wir natürlich auch noch. Legen wir dann direkt da daneben hin. Oder so hier. Jawohl, aber auch Strom. Farbpistole, ganz wichtig. Ohne Farbpistole geht gar nichts. Genau, meine Farbe wieder. Tada, sehr schön. Auch der wird so blau. Ja, blau. Genau. Halt, falsche Taste. Das Grünzeug, ja, egal, das behalte ich erst einmal. Man weiß ja nie. Und genau, jetzt haben wir hier ein Katerium-Erzlager erschlossen.
Mit dem ganzen Schwefel, was ich noch übrig hatte. Zum Glück hat der gereicht. Ich denke, das Pferdebahn wird irgendwie daher bauen und dann irgendwie da so direkt drüber. Wäre, glaube ich, der kürzeste Weg hier unten. Ist, Sekunde, kurz mal checken. Es müsste Kupfererz sein. Jawohl, Kupfererz. Sehr schön. Ja, und für das nächste große Bauvorhaben, also die Motorenfabrik 2.0, da brauche ich an Ressourcen. Was brauche ich da? Ganz einfach Eisenerz, Kupfererz, Kohle, Schwefel und Katerimerz. Ja. Nur. Und was brauche ich noch? Kupfer habe ich schon gesagt. Genau. Die meisten Sachen wiederholen sich, also hier zwei Fabriken, da zwei Fabriken und es geht dann auch relativ schnell das Ganze. Und ja, Schwefel brauche ich natürlich auch noch. Ein bisschen weit weg ist. Ja, ich glaube knapp 2 Kilometer in diese Richtung, oder? Kurz mal abwarten. Oh je, das dauert lange, das dauert sehr, sehr lange. Nein, 1200 Meter, okay, ist gar nicht so weit weg. Das andere ist 1292 oder so. Man sieht es nicht, weil das Kohlekraftwerk im Weg ist. Hier ein bisschen weiter nach links. Ja, 1200 noch was und das ist 1262. 1207. 3000, ja genau, klar, natürlich fahre ich dahin. So, bloß hier nicht runterfallen. Genau, ich werde das Kohleerzlager mal, das Schwefelerzlager meine ich, erschließen. Mal schauen, ob ich da eine Förderbahnstrecke hinbaue oder mache ich eine LKW-Route. Ist jetzt die Frage. Schwefel, okay, bräuchte das nicht so viel. Da bräuchte ich, kurz mal nachschauen, 180 Stück pro Minute. Und ja, hier in den Traktor, da passt doch mehr wie 180 Stück rein. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 3 mal 8 sind es 2400, oder? Kommt das hin? Ne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sind es 800, genau. Mal 3 sind es 2400, stimmt richtig. 2400, 2500 Einheiten wären das. Hin und zurück muss der ja auch noch fahren, also bräuchte fast schon zwei Schlepper. Oder einen großen, aber den großen kann er noch nicht bauen, wie man sieht. Wo ist der Fahrzeuge? Explorer? Achso, ja, nee. Da brauche ich noch ein paar Sachen. Ich würde mal sagen, ich mache hier nochmal einen Cut und... Ja, ich würde mal sagen, das war es erstmal für diese Folge, da hatte ich schon viel zu lange. Und ja, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Satisfactory. Und dann habe ich das Katerium-Erzlager, das Schwefelerzlager, ein Kohle, Kupfer, Eisenerz, alles hier angeschlossen an die neue Mega-Motorenfabrik 2.0. Und ja, dann zeige ich euch alles und wie alles funktioniert und... Ja, dann gibt es ein großes Update. Genau, und ja, also vielen Dank fürs Zuschauen und ja, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Satisfactory. Also macht es gut, bis dann. Ciao.